Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute wieder in Jurassic World unterwegs. Wir müssen unbedingt die letzte Kampagne schaffen. Es ist nicht wirklich die letzte Kampagne. Also wenn man sich die Erweiterung holt, dann wartet hier wahrscheinlich noch eine Kampagne. Wir haben ja die vorletzte beim letzten Mal abgeschlossen und sind jetzt bei 80%. Und das sieht auch so aus, für jede Kampagne hat man eigentlich 20% gekriegt, dass man hier auf 100% kommen kann. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe so ein bisschen weitergemacht in den letzten Tagen. An einem Tag würde ich sagen, am Stück habe ich hier noch was geschafft. Und zwar das hier, ne? Habe ich endlich mal ein Gold probiert hier und habe es auch ziemlich gut geschafft hier. Super Rekord. Ich habe aber auch gesehen, dass das abgetrennt ist. Mit Gold schafft man nicht automatisch hier Mittel, also Silber und auch nicht Bronze. Das kann man dann selbst noch machen. Da steht dann hier dieser Abschluss. Und in Gold in einer Stunde und 8 Minuten. Und man hätte es schaffen müssen in 2 Stunden 30 Minuten. Ist also super gelaufen. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen geübt, so viel wie wir hier rumgezockt haben. Aber irgendwie gab es dafür nichts. Ich zeige euch das nochmal kurz. Hier oben in diesem Bereich bis zu diesem goldenen, da schaltet man was frei. Beziehungsweise hier auch nicht, ne? Nee. Aber hier steht, da sieht man da rechts die Farben von Dinos, die man freischaltet. Und die kann man wohl dann auf Dinos anwenden. Jo, hatten wir ja auch schon mal gemacht am Anfang. Man hat so ein paar Farben, ne? Und nur wenn man Gold hat, hat man hier zum Beispiel die unterste Farbe noch, ne? Die ist nicht freigeschaltet. Und ich hatte schon interessant, also für unseren endgültigen Park. Und weil wir schon so viel jetzt gezockt haben und so, bin ich da schon richtig scharf drauf, endlich mal hier so einen Park auch laufen zu lassen. Ne? Also das ist eine ganz schöne Arbeit, hier tausende Parks hier anzufangen und dann einfach, gerade wenn es spannend wird eigentlich, sie dann nicht weiter zu zocken. Ne? Aber, um ehrlich zu sein, möchte ich auch das hier unbedingt abschließen. Und danach werden wir hier im Sandkastenmodus mal gucken, ob wir da einen schönen Park machen. Jo, also ich hatte mich gewundert, also das hier ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Ist aber jetzt nicht schlecht, ne, wenn so ein Spiel sowas bietet, dass man hier immer wieder irgendwas schaffen kann und dann kriegt man hier halt ein paar Prozente mehr. Das ist schon nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, mit Gold kriegt man hier viel mehr Punkte, ist aber nicht so. Gut, was wollte ich noch sagen? Auf jeden Fall wollte ich mich auch mal bedanken für die Abonnenten auf YouTube, für die fürs Zuschauen natürlich, für die Klicks und auch die positiven Bewertungen. Ne? Über jede positive Bewertung freue ich mich. Ich komme gar nicht dazu, mir die selbst so anzugucken. Könnte ich ja auch, ne? Dann hätte jedes Video noch ein View mehr irgendwie, ne? Komme ich gar nicht so wirklich dazu. Hier und da ist es wahrscheinlich mal passiert. Also ich freue mich auf jeden Fall tierisch und Dankeschön dafür. So, heute soll es weitergehen. Eigentlich wollte ich ja im letzten Park noch hier die Dinos gegeneinander kämpfen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten möchte ich jetzt erstmal weitermachen. Und wir werden dann, der ist ja noch gespeichert, der Park, ne, mit dem Kano, nee, mit dem Giga, diesem komischen gezüchteten, na, wie heißt der? Indominus Rex oder so, Indominus Rex und den Rex, ne? Die lassen wir irgendwann noch gegeneinander kämpfen, aber ich möchte damit jetzt eigentlich nicht anfangen, weil bis die dann mal kämpfen oder so, nachher falle ich hier da währenddessen in Schlaf, bis die endlich mal anfangen oder so. Es ist ja auch wirklich eine komische Uhrzeit jetzt. Mein Rhythmus ist also wieder hinüber, aber ich würde sagen, wir zocken heute noch ein paar Stündchen. Und wir legen hier mal los. Dann kann ich nämlich gleich mal die Klappe halten und die Story geht weiter. Habe ich alles gesagt? Jo. So, also hier, das hat tatsächlich nicht so lange gedauert. Wenn man sich so ein bisschen auskennt, diesmal hat es, glaube ich, nur so 6 oder 8 Stunden gedauert, dieses hier in Gold abzuschließen. Aber beim ersten Mal, das war richtig Arbeit hier. 16 Stunden, glaube ich, am Stück habe ich da gezockt. Okay, weiter geht's. So. Und zu guter Letzt auch noch die Allosaurier.
So, was haben wir vergessen? Na, hat er sich hier noch den letzten Besucher geschnappt? Nö. Wir haben es geschafft. Was für eine eigenartige Sache. Aber ganz witzig. Es ist nicht wichtig, was man nimmt, sondern was man zurücklässt. Vielleicht begreifen wir nun unseren Platz. Und er ist nicht auf der Isla Nublar. Diese Insel gehört den Sauriern. Es ist nun ihre Welt. So, aber Deutschland ist nicht freigeschaltet. So kann das nicht weitergehen. Wir werden jetzt wirklich hier, zack, auf ganz easy. Ich würde sagen, mit so wenig Pause wie möglich. Ich werde da einfach so vor mich hin bauen. Aber vielleicht versuchen wir hier schon mal einen richtig schönen Park zu bauen. Also auf jeden Fall sehen hier die Bäumchen schon mal richtig schön aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, wir haben das Kraftwerk erweitert. Wow, das hat richtig hier Auswirkungen. Na gut, dieser Kran hier drüben, der kann dann da auch mal weg irgendwann. So, was ist hier los? Gut, dass ich Pause gemacht habe. Hier los, 450 von 450. Wir können tatsächlich jetzt eigentlich auch langsam die großen Gebäude bauen. Hier haben wir jetzt einen Trikey, den wollen wir so freilassen. Ich weiß gar nicht, wie. Ach nee, das ist der kleine hier für drüben. Stimmt, das ist gar kein Trikey. Der kommt dahin. Dann will ich mal gucken, was wir hier freigeschaltet haben. Den haben wir, glaube ich, auch noch nie gebaut hier. Das für eine verrückte Mischung. Also hier hatte ich gerade was genommen. Da waren zwei Dinosaurier in einem, ne? Hat man hier manchmal. Und jetzt habe ich mal gemerkt, eben war nämlich der Torosaurus auch mit bei. Deswegen habe ich das angewählt. Aber dann kann es sein, mal sehen, ob ich hier noch mal sowas finde. Hier, ne? Da kann es sein, dass du nur einen von den beiden was kriegst. So, aber wir wollen unbedingt den hier mal auf 100% haben. Dann will ich unbedingt den besten Zaun haben. Boah, wie laut war das denn jetzt? Was war das vor allem?
So, und als nächstes müssen wir auch noch viele, viele andere Sachen lernen. Hier gibt es noch so ein paar ganz einfache Dinge auch. Ah, hier gibt es diese Kugeln, die so durch die Gegend zwirbeln. Na gut, irgendwann brauchen wir sie. Lernen wir die mal noch. Das hier kann man gar nicht mehr verändern hier. Das zählt gar nicht wirklich als irgendwas. Dieser Baukran. Naja, irgendwann, irgendwie wird man den schon wegkriegen. Vielleicht kann er da auch stehen bleiben. Wir werden hier noch ein paar Bäumchen hinpflanzen. Hier können eigentlich auch Bäume hin. Aber hier vorne lieber nicht, sonst komme ich hier an mein Auto nicht mehr ran. Hier können wir eigentlich auch mal den Boden in dieses komische, wo war's? Schon wieder das Falsche angeklickt. Den Boden in Fels machen. So, sehr schön und hier eigentlich auch. Ja gut, hier könnten vielleicht ein paar Pflänzchen hin. So, na dann mal weiter. So, na dann auf in den Endspurt. Da bin ich ja mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt, was unsere Besucher dazu sagen. Wenn nur alle Mitglieder des Teams dein Engagement hätten. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Aber verdammt knapp, ne? 3 Stunden hatten wir nur. Und in 2 Stunden 36 geschafft.
Aber eine Viertelstunde ist eine lange Zeit. Ne? Man kann vieles noch pushen. Zum Beispiel habe ich dieses Gebäude hier im Hintergrund nicht gebaut. Ne? Das kann man relativ früh bauen. Sollte man wahrscheinlich auch. Aber ich hätte nicht damit gerechnet. Ne? Ich habe gedacht, also hier können wir uns noch viel mehr Zeit lassen. Es ist auch so ein bisschen, man muss immer mal auf die Zeit gucken. Ne? Das kann sonst schneller vorbei sein, als man denkt. Beim ersten Mal habe ich mich wirklich gewundert. Dann ging die Zeit darüber hinweg. Da war dann auch keine Anzeige irgendwie, ja, du hast es nicht geschafft. Gut, aber das kann man sich ja dann selbst ausrechnen. Na, das hat ja geil geklappt, Leute. So, und jetzt machen wir weiter. Und können erstmal richtig schön durchatmen. Ne, also das Letzte, was ich gebaut habe, das war jetzt auch alles so halbherzig dahin geklatscht, damit wir das eben schaffen. Wir haben hier noch kaum Tiere drin, ne? Gerade mal 4 Tierchen oder so. Das ist natürlich auch ein Problem. So, ich hatte jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass ich noch die Diplodokusse unbedingt raussetzen muss. Ich würde sagen, das müssen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr machen. Das können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Und wir werden noch ein bisschen weiter erforschen. Wen haben wir denn jetzt hier noch? Da ist nochmal Diplodokus. Schnappen wir uns. Beim nächsten Mal wird es weitergehen. Vielleicht beim nächsten Mal auch mit Ark. Ich denke mal, beim nächsten Mal zocken wir wieder Ark. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Story hier so schnell vorbei ist. Und wir hier heute tatsächlich einen richtigen Park aufbauen können. Mit ein paar kleinen süßen Bäumchen. So, die Häuser müssen auch noch verändert werden hier. Gut. Dann speichern wir das Ganze mal. Und nennen das Ganze mal der Park Nummer 1. Naja, vielleicht sollten wir noch Deutschland dahinter schreiben. Das ist ja die Deutschlandkarte hier. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, hat super mega Spaß gemacht und ich weiß noch nicht, wann es weitergeht, morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall wartet eine Menge Action auf uns. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen, gute Nacht und bis bald. Tschüss.